Okay, let's go bei einer neuen Ausgabe vom Fischstäbchen Glück mit allen aus dem Team Pietz mit. Hallo. 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 Ich Hast du kenne nicht so das, ein aber Ding, wo du jetzt so einen reicht Filter das. drüber Lass legen es doch kannst? mal her. Nee, habe ich nicht. Das besitze ich nicht. Schade. Okay. Schade. Wisst ihr, wie man solche Leute nennt? Udo Gute Lindenberg. Entertainer? Rekommandeure, so heißt Ach so, die. oh mein Gott, die da den echt machen. Ja, Ja. Klaas Häufer ist da, Klaas Häufer Umlaut, ne, Umlauf ist da ein großer Umlaut, Fan von. Der alte Sack. Stimmt, der ist richtig alt. Weiß nicht, ob die Folge schon raus ist, aber. Okay, ich weiß nicht mal, worauf das eine Anspielung ist. Beim Fischstäbchen Lügt nenne ich euch eine Oberkategorie, dann gibt es ein paar Begriffe und ihr müsst immer und Bram jetzt aufpassen. Ja. Ihr müsst dann buzzern, wenn es der Begriff nicht zur Oberkategorie passt. Wenn der gelogen passt. Ist. Genau, wenn es gelogen ist. So. Ich verstehe das eh nie. Lüge! Ja. Könnt ihr wieder so lernen? Das ist die komplizierteste Quizshow, die wir haben. Wirklich? Eigentlich ist das die Lügenstimmenshow. Oh, können wir mal umnennen. Es gibt 5 Kategorien insgesamt. Wir starten mit der ersten. Und zwar lautet die, ich bin ein echtes, existierendes Lebewesen. Okay. JT hat wieder voll im Vorteil. Er hat jetzt keinen Bock mehr. Echtes. Ich hab schon keinen Bock mehr. Wie kann man denn das auch als erstes Thema nehmen? Nicht direkt reintilten. Also wenn ihr buzzert und ihr buzzert korrekt, also beim gelogenen Begriff, kriegt ihr einen Punkt. Ansonsten kriegen alle anderen einen Punkt. Also, What? Ich bin ein echtes, existierendes Alter. Lebewesen. Okay, ja. Easy Snack. Genau. Ich hole den ersten Punkt heute. Alter, Unicorn. Wir beginnen mit Unicorn. Wir beginnen mit Einhorn. Dem gemeinen Warzenflügler. Den wollte ich auch buzzern. Ach, Quatsch, Alter, der Warzenflügler, das ist viel zu. Klar gibt's den. Alles so ausgedacht. Christian hat gebuzzert und Christian hat recht. Das ist ausgedacht. Ja, existiert nicht. Ist nicht das, was Hardy damals sich erfunden hat? Einfach? Ja, das war irgendwie Fingler oder so. Ja. Scheiße. Guck mal, jetzt bin ich schon ein Punkt habe ich. Ja, gibt nur einen Punkt, wenn man richtig hat? Ja, das ist krass. Du darfst halt nicht gemacht. Direkt einfach drücken immer. Boah, krass. Und einen Punkt für alle anderen, wenn man falsch hat? Mhm. Nur drücken, wenn du safe bist. 4 zu 1 mich jetzt mal spannend dahin. Tauscht hier 4 zu 1, das ist krass. Ja. Wir gehen zum nächsten Begriff. Ich bin ein echtes existierendes Lebewesen. Die Spiegeleiqualle. Ja, Spiegelei-Qualle. Ja, ich glaube auch, dann halt anders. Spiegelei. Die Brötchenlanguste. Ach, das ist doch Blödsinn, komm. Ach. Also nach Spiegelei kommt gedrückt. Jetzt Brötchen, also bitte. Ich hätte auch gedrückt. War nur zu langsam. Brötchen. Christian, du hast recht. Ah! Das war so ausgedacht. Christian ist ein Tier, ey. Ich kenne dich damit noch aus. Ich bin der Spiegelei-Christian. Wir gehen weiter zum nächsten Begriff. Was kommt denn jetzt wieder? Tier. Und zwar kommt jetzt Frikadellen. Der Bananenfrosch. Ingibbet. Oh, den kenne ich. Ingibbet. Den kennt man sogar. Der ist süß. Das Dick-Dick. Das ist doch ein Pokémon, oder? Nee, Dick-Dick-Gibbet. Also Dick-Dick. Nach TikTok kommt Dick-Dick. Okay, wie heißt Dick da? Heißt das Pokémon. Und Dick-Dilly. Was ist denn Dick-Dick? Es ist tatsächlich ein Tier, Christian. Diesmal hast du falsch gewusst. Ein Punkt für alle anderen. Das ist Peter Ken. Ist ein gehört zu den Zwergantilopen und kommt aus Namibia. Also zumindest gibt es das da auch. Ja, muss ich kennen. Kenne ich persönlich. Kenne alle Menschen auch, die in Namibia leben. Du hast da draußen gepennt in der Wüste. Also, ja. Du hast da einen Haufen gelegt, ja. Ja. So ist so Geldbaum. Das in Namibia habe ich keinen Haufen gelegt. Das war in Australien. Die sich darum gekümmert haben, dass es gut geht. Da draußen, er hat überlebt durch das Gegenwind und Wetter. Wir machen weiter mit dem nächsten Tier, das vielleicht existiert, vielleicht auch nicht, und zwar mit dem Thermometer. Never! Das gibbet. Ich hätte auch gedrückt. Peter, das existiert tatsächlich. Deine das Mutter existiert zum Glück. Schade, doch. Peter. Lebt in Australien. Deine Mutter? Ja. Ja. Ich bin nur zweimal vom Dingozahn aufgehalten, ne? Reitet auf ich reite Dick, mal Dick-Dicks, wollte ich gerade sagen. Oh Mann, ey. Wir sind so wir doof. Wir machen ey. Weiter. Ach, scheiße, das nächste Tier heißt. Thermometer, Huhn, dein. Ach. Der
Das war sowas von Pettern. Ja, aber ich hab dann durchgelesen, ich bin schneller Leser. Niemals hast du Schnurrbart-Tamarin. Nee, ich hab einfach so eine lange... Aber den gibt's, den Kaiserschnurrbart-Tamarin. Das ist ein Tamarin, das ist ein Äffchen. Doch, den gibt's. Warte mal, kann er mal vorlesen? Genau, der sieht aus wie so einer, der so wie so ein Mönch so einen ganz langen Bart hat. Das ist ein kleiner Affe, den gibt's zum Glück. Also, das Tier heißt Kaiserschnurrbart-Tamarin. Tamarin. Ist eine Primatenart aus der Familie der Krallenaffen. Also Jay hat recht und damit Peter Unrecht. Ein Punkt für alle anderen. Okay, ich habe nur einen Punkt. Ich sollte aufhören, hier reinzugessen. Ja. So's bilden. Wir lesen. Ich habe das gelesen. Ja, nein, das war ein Prediction Kill, Peter. Hätte er gewusst, dass es den Affen gibt. Nee, genau. Mir fehlt Wissen, nicht Leseskill. Wir machen weiter mit dem nächsten Tier, was vielleicht existiert oder jetzt auch muss nicht. Es ja sein, jetzt 100%. Jetzt sein. Der Schabrackentapir. Ich wollte drücken. Also, Gibbet. Ja, aber Schabracke ist doch wohl kein Wort. Also das war einfach nur eine Beleidigung. Mann, das ist ein Lied sogar. Ein Schabrackentapir ist die einzige in Südostasien lebende Tapirart. Also Christian, falsch gebuzzert, ein Punkt für alle anderen. Damit ja, alle vier Punkte jetzt. Jacek und Bram mit dir gleich. Aus was ist denn das übersetzt? Das ist ein deutsches Wort. Das ist ein deutsches Wort. Also gibt es auf Lateinisch Schabracke? Ja, nein, gut. Der heißt nicht Schabrackus Tapirus. Schabrackus Tapirus. Das sind auch nicht immer wörtliche Übersetzungen von den lateinischen Namen. Sind. Nee. Oh, traurig. Nee, nicht immer. Ja, stimmt. Wir machen weiter. Das fällt nach rechts. Wie viel gibt's denn noch? Der Begriff heißt die Rosmarin. Die gibbet auch. Hat gebuzzert. Ich weiß ich nicht, die kenne ich nicht. Klar. Finde ich richtig eklig. Ich habe heute Morgen noch eine Spinne. Warum soll's denn genauso wie der Petersilienkäfer. Riecht bestimmt gut. Hast du die selbst, hast du die Spinne rausgesetzt oder hast du die woanders, hast du ja ein neues Zuhause in deinem Staubsauger verstanden? Ich habe die mit meinem Schuh, habe ich sie nach draußen gefördert. Hatte die dann noch alle Beine dann? Die hatte noch alle Beine. Ah, guck. Ja, die hat sich auch noch bewegt. Okay, aber gut. Noch so mit Spinnen scheinst du dich dann scheinbar auszukennen und hier hast du auch recht, denn die Rosmarin-Spinne ist ausgedacht. Ja, das war ja auch klar. Gibt's nicht. Wir machen weiter und der nächste Begriff bei echten existierenden Lebewesen heißt der Schokoladenhai. Den hätte ich nicht gesehen. Nee, da habe ich noch nie von gehört. Ja, der süße Schokoladenhai. Du kennst sie mit Haien aus. Schokoladenhai, den kannst du bei Lind kaufen vielleicht oder so. Aber den gibt es, der ist netter. Von Schokoladenhai, oh mein Gott. Es gibt den weißen Schokoladenhai, ja. Da gibt es sogar einen Film rüber, aber... Ein Schokoladenhai. Tja, aber Jay, den Schokoladenhai gibt es tatsächlich. Ach, du hast falsch, also der lebt in der Tiefe. Jetzt! Ja, und das war tatsächlich der letzte Begriff in dieser Kategorie. Ey, ich gedacht, das Ding gibt. Nein, in der Kategorie könnte Jay nur verkacken. Ja, aber ich hab mich aber. Ich bin zufrieden. Ja. Ihr habt alle Fakes rausgefunden. Ja, klar, wir haben auch immer gebuzzert. Ja, diesen Spruch habe ich auch schon häufiger gehört. Und aktuell führt Sepp mit 6 Punkten vor Christian und Bram mit 5, Jay mit 4, Peter mit 3. Wir gehen zur zweiten Kategorie von insgesamt 5. Ein Thema, wo ihr euch vielleicht etwas besser auskennt. Und zwar, ich bin ein Charakter oder ein Charakter aus dem GTA-Universum. Ach, cool. Okay. Ich bin entspannt zurück. Jetzt wird er gleich Bauarbeiter 19. Also, ihr buzzert, ne, ich sag's einfach nicht dazu. Ich bin ein Charakter aus dem GTA-Universum. Ich weiß, wann ich buzzern muss. Ja, aber ich glaube, wir reden hier wahrscheinlich nicht von GTA 5. Das ist das GTA-Universum, ja. Eventuell. GTA London. Keine Ahnung, wie die da hießen. Trevor Phillips. Den gibt es nicht. Der heißt anders. Da heißt er denn Phillips mit Namen? Der wird mit 2L geschrieben. Philip Trevor heißt er, ja. Franklin Clinton. Ja. Da heißt Franklin mit Clitoris. Wirklich Clinton? Genau, Clitoris heißt der. Heißt der wirklich Clinton mit Nachnamen? Keine Ahnung. Den Gibbet bestimmt. Eine Referenz. Den Gibbet, komm schon, bitte. Dr. Wie soll den denn geben rechtlich? Doch, Michael Dr. Drager Jay. Auch. Das ist einfach nur ein Name. Fox ist nicht Teil des Universums. Oh, jetzt habe ich den allen anderen. Ich wollte gerade sagen, Junge. Das ist aber schön. The Scam is real. Jetzt ist aber richtig. Jawohl, so, dein nicht erster mehr letzter alleine. Punkt, genau. Sehr gut, richtig erkannt. Wir gehen weiter zum nächsten gut gemacht, Peter. Namen. Dankeschön. Hast gut gewusst. Der nächste heißt Tony Cipriani. Ja, da habe ich Angst vor, das weiß ich nicht. Der ist Tony mit vorderer Kürze. Der ist aus Vice City, oder? John Marston. Der ist ja wohl aus Red Dead Redemption. Ja, da war es nicht. Christian hat Pink-Vorteil, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Der hat einen Gastauftritt im GTA-Universum. Und Christian hat tatsächlich recht. Ja, okay. Er ist nicht Teil aber cool des GTA-Universums. Er wäre ein geiler Fick gewesen. Okay. Der nächste Name
lautet Donatello. Fischstäbchen weitergelaufen ist Huang Li. Boah, kein Plan, Ahnung, Alter. Kann sein, Alter. Boah, der könnte ja. Das ist ein Tekken-Charakter. Stefano Caprelli. Ja. Das ist doch ausgedacht. Also, das sind jetzt wieder Namen. Stefano Caprelli, weiß ich nicht. Der ist aus Mafia. Kann doch einer aus Teil 3 sein. Könnte sein, dass der aus Mafia ist. Also, Christian, du hast leider nicht recht. Er ist nicht aus Mafia. Er ist einfach nur ausgedacht. Du hast recht. Zumindest was das GTA-Universum betrifft. Das nehme ich auch. Das ist okay. 7 Punkte jetzt, Christian. 4 richtig erkannt. Gehen weiter. Der nächste Name heißt... Da steht einfach Stefan mit O. David Anderson. Mr. Anderson. Nee, glaube ich nicht. Wer soll das denn sein? Ja, random Dude an der Tankstelle. Das ist halt gleich das wie bei Stefano Caprelli. Woher könnte denn David Anderson sein, Peter? Aus Matrix. Ja, genau. Ich denke auch an Matrix, witzigerweise. Nee. Okay. Ich sag GTA. Aus GTA 2. Muff-Effekt, also Peter richtig gemacht hat einen Punkt. Oh mein Gott, dann ist das ist Captain Anderson. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, den Vornamen hätte ich ja nie gewusst. Krass. Ich auch nicht. Krass. Aber das gibt einen Punkt für Peter und damit zieht er jetzt mit Bram gleich. Wir machen weiter. Der nächste Name heißt Thomas Vercetti oder Vercetti. Ich wollte gerade drücken, Tommy, weil ich den Namen Vercetti kenne, aber. Stimmt. Warte mal, der ist doch aus. Da ist aber jemand langsam gewesen. Ja, Elmo müssen wir rausnehmen, Andi. Gut, dann nehmen wir Elmo raus. Bram hat bei Thomas Vercetti gebuzzert. Heißt Thomas Vercetti. Tommy. Abgekürzt. Tommy. Ja, aber vielleicht nicht. Ja. Thomas Vercetti. Ich denke schon. Er ist safe. Guck mal. Bram, Tony Vercetti heißt der, stimmt? Tommy. Vercetti oder wie auch immer ist aus Vice City. Und deswegen Bram falsch gebuzzert. Ein Punkt für alle anderen. Ich wusste nicht, dass der Thomas heißt eigentlich. Und den Elmo, den nächsten, weil Bram so knapp vorher gebuzzert hat, den nehmen wir raus. Du meinst, was ist das? Weil Andi zu langsam ist. Ja, das würde ich nämlich auch eher sagen. Hallo, Buzzer freigeben! Was denn? Buzzer freigeben! Jay hat gebuzzert einfach. Nein, es ist trotzdem rausgenommen. Ja, aber du musst trotzdem den Buzzer freigeben. Stress ist real. Würde Jay dafür mal Punkte abziehen, oder? Warum denn? Weil du gebuzzert hast, aber das war falsch. Ja, Elmo ist tatsächlich Teil des GTA-Universums. Er ist bis zu seinem Tod der Anführer der Loonies in GTA 2. Also hättet ihr da gebuzzert, wäre es eh falsch. Ja, Jay hat gebuzzert. Das war ernsthaft ein krass. Mhm. Ja, aber ist rausgenommen. Achso, das war der letzte. Oh mein Gott, deswegen hast du auch nicht den Buzzer freigegeben. Genau, deswegen. Gut, ihr seid durch diese Kategorie durch, ihr habt es geschafft. Christian führt mit 8 Punkten aktuell, vor Sepp mit 7. Bei einem war ich mir noch unsicher. Doch, dann Peter 6 und Bram und Jay 5. So ist die richtige Reihenfolge. Wir gehen zur dritten Kategorie. Hatten wir alle? Ja, das waren alle. Ja, ihr habt auch alle erkannt, ja. Ja, dann meine Christian hat alle erkannt. Ja. Da wir fertig sind, habe ich gesehen. Das waren alle 10, Christian. Danke der Nachfrage. Okay. Kategorie 3 ist... Ich habe mehr als 50.000 Follower auf Twitch. Alter. Also es geht um die Follower. 50.000 ist die Grenze. Was? Mehr als 50.000 auf Twitch. Wer guckt denn danach? Das ist ja voll asozial, wenn da jetzt bekannte Namen kommen und wir buzzern, Junge. Das ist schlecht. Ja, aber also genau darauf soll das hinauslaufen, glaube ich. Die Leute, die hier gleich genannt werden, natürlich selbstverständlich unterstützen, egal ob sie mehr oder weniger haben als 50.000 Follower. Okay. Genau, mehr als 50.000 Follower auf Twitch. Was weiß ich? Wer lügt? Wer guckt überhaupt auf Follower bei Twitch? Keine Ahnung. Jay nicht. Wir haben mehr als 50.000. So. Keine Ahnung. Selb, ich glaube, wir sind knapp drüber. Wir haben ein bisschen mehr. Okay, wir haben mehr, okay. Maluna. Ich hab legit keine Ahnung, aber ich würde sagen, komm, als Maluna, die weniger als 50.000 Follower hat. Weniger. Doch, Maluna, das ist eine gute, die ist richtig cool. Deswegen denkst du, die hat weniger? Deswegen hat die weniger. Oh. Ja, nicht um mehr? Maluna hat mehr als 50.000 Follower falsch gebuzzert. Ja, also wie kann man denn halt mal boah, krass, wie kann man Maluna da so viel Schlechtes wünschen? Ja. Ja. Oh, nein, doch, ich verstehe das nie. Wow. Komplett los. Aber Masad, ey. Ja, richtig traurig. Also, ne, das ist doch lächerlich. Das ist so assi gewesen. Ja, wirklich. Nur weil ich dann hätte ich doch bei Basu safe gedrückt. Was soll das? Der hat doch auch mehr als 50. Weil die so klein ist. Ah, er hat die auch nicht verdient. Also, ja, auf jeden Fall. Wir machen weiter. Der nächste Name lautet Milchbaum. Rück schnell. Oh, ich hab gedrückt, aber ich hab die Maus das wieder kann doch nicht. Das ist doch nicht eine reine Burn-Runde hier. Ja, ich denke auch, dass die alle mehr haben. Formula Lena. Ach, da wollte ich, da hab ich auch mit predicted, ja, da muss man ja auch mal schneller sein.
52.000 als die Formula. Nee, Formula Lena hat mehr als 50.000 Follower. Dann hat falsch gemacht. Gönn ich Lena aber auch nicht. Boah, bist du ein Arsch, ey. Die arme Lena. Sind wir ehrlich. Wie hat die 50.000 Follower verdient, ey? Okay, wow. Das müsst ihr untereinander ausmachen. Wir gehen erstmal weiter. Okay, also wenn eine Formula Lena 50.000 hat, was kommt denn dann jetzt gleich, ey? Ja, sag ich dir, und zwar Smash Lunatic. Die hat nicht. Die hat über 100.000. Nee. Nee. Okay, Jason ist in der Hack-Modus dran. Franzi hat... Franzi ist auf einer Stufe mit Lena, also wird die auch haben. Franzi hat 43.000 Follower. Richtig gebuzzert, nämlich. Jay. Der gönnt dich aber auch mehr. Von wann ist denn der Stand? Ich prangere das an. Nee, der ist relativ aktuell, ja. Weil das, wenn das gestern passiert ist. Wenn das Video jetzt rauskommt, natürlich nicht mehr so ganz, aber ja. Ihr könnt es ja voll machen, ne? Wir gehen weiter. Nächster Name. Bitte. Wenn das Fischstäbchen durchgelaufen ist. Boah, ist das schwierig, ey. Finde ich auch schwer. Dave Gaming. Hat er auch weniger? Hätte ich mehr gedacht. Er ist schon so lange da, glaube ich nicht, dass der so weniger hat. Dave hat mehr als 50.000 Follower. Falsch gebuzzert, Christian. Wollte auch klicken. Ein Punkt für alle anderen. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ja. Alter, Jay, wer bist denn du? Hey, guck mal, wie der Fischstäbchen ist das schon. Ja, okay, aber also ja, du hast dich doch wohl aktiv gerade dazu entschieden, nicht zu drücken. Ja, hätte ich auch gesagt. Also Asta ist doch zu frisch dafür. Nee, nicht Asta, Asta Piu Piu. Asta hat 46.000 Follower, Jay, richtig gebuzzert, knapp, aber korrekt. Der ist wirklich noch sehr neu. Genau, es geht halt darum, ob du neuer bist oder nicht, denke ich. Ja, Lena ist auch noch nicht so neu. Ja, aber Franzi ist neuer als Lena. Ja, stimmt. Die sind beide nicht neuer. Neuer war mein Nationaltorhüter. Das stimmt. Nächster Name. Ist ja nicht immer noch. Kann sein. Das dilettantische Duett. Oh Gott. Okay, die sind komplett. Ja, wobei, wir haben die viel gepusht natürlich. Ne? Die sind das aber unsympathisch. Das stimmt, also so, gar nicht. Wenn ich trotzdem push, nicht mal 50.000 haben, spricht das echt dafür, dass die keiner sehen will eigentlich. Ja, ich glaube, die will wirklich keiner sehen. Ja. Eure grandiosen Pushs mit sagen, dass das scheiße ist, hat zu ganzen 7.000 Followern gereicht. Wieder richtig gebuzzert. Das liegt auch daran, ihr seid auch nie online gefühlt. Ja? Das stimmt wohl. Aber, also... aus ja gut, Adi ist ja auch bei uns heftig beschäftigt. Ja, gut, ja, aber nächste Woche gucke ich ESC live, das ist ganz der erwartet. Nächste ist Woche schon? Ja, da ist das Video schon und ist das, lange. Ist das ESC schon wieder nächste Woche? Ja. Krass. Also aus unserer Perspektive, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir gehen weiter, der nächste Name. Wenn das Fischstäbchen gönn den natürlich ist. Mehr, ne? Writing ja, Bull. Ah, ich bin ein Idiot! Ja, der hat viel mehr. Oh, ich bin voll Idiot. Ja, korrekt. Genau, also falsch gebuzzert von Peter. Ja. Ja, der hat gezuckt den Finger, Alter. Gönn die Punkte, weiter. Immer nach Pattern nur. Ach, das war einfach gefällt. Ishmael. Wer ist das denn? Alter, keine Ahnung, wer Ishmael ist. Eine Million hat der. Was weiß denn ich, Alter, wenn der jetzt, dann ist doch dieser komische da, Ishmael hat doch irgendwer mal bei Stadtlandfluss gehabt. Ja, da bist du schon ausgerastet, wenn das Ding gibt. 74 Follower gehabt oder sowas. Ja, also wie damals bei Stadtlandfluss, als YouTuber wenig Follower, auch bei Twitch ist das so. Jay, du hast richtig gebuzzert, das ist ein Punkt. Und das waren auch alle. Also wenn ich bei Twitch Ishmael einen Tipp bekomme, der erste mit 1,2 Millionen. Ja, weil der Ishmael, es geht ja immer um den Namen der URL, deswegen hatten wir auch bei Dave Gaming eben die 73. Ich wollte gerade sagen, die 73 verkamen mir aber nicht so bekannt. Genau. Twitch.tv/Ishmael. Ist Dave so alt? Der ist schon länger dabei. Schon länger dabei. Nee, aber ich glaube nicht, dass der von Jahrgang 73. Ach so. Ja. Hey, ich glaube, der ist 73. Ich weiß, wie alt er ist. So. Fällt mir gerade ein. Da habe ich mit dem drüber gesprochen, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Aha. Wir kommen zur Kategorie 4. Es ist die vorletzte. Und ich sag mal so, ich freue mich auch schon auf die letzte Kategorie. Aber erstmal machen wir jetzt Kategorie die vorletzte nicht. Ja, kommt mit der ESC-Gewinner. Und zwar, ich bin eine Folge aus der 50 Fragen zu Playlist. Oh, das finde ich gut. Oh Gott. Ja, also es ist ein Themengebiet, zu dem wir eine Folge 50 Fragen zu aufgenommen haben. Themengebiet oder Folgenname exakt? Es geht tatsächlich hier um den exakten Folgennamen. Oh Gott. Ich lese das dann auch so vor. Ihr seht immer nur quasi alles ohne 50 Fragen zu. Ne? Also das sage ich immer dazu, das müsst ihr euch dazu denken. Ja. Gut, dann starten wir mit dem ersten Begriff. Ich bin eine Folge aus der 50 Fragen zu Playlist. 50 Gothic. Fragen zu Gothic.
Hatten wir das schon, oder? War das, was wir mit den April-Shares bei Peter hatten? Oder? Nee, das war ja, Witcher, aber hatten wir noch nicht Witcher. Gothic, nee, oder? Sowas hatten wir, glaube ich, nämlich noch nicht. Also gut gebuzzert. Habt ihr sowas noch nicht gemacht? Weil wir dich nicht 10 von 10 abfangen wollen. Nee. Also das ist so eine gute Idee, dass wir das tatsächlich schon mal gemacht haben. 50 Fragen zu Gothic existiert, deswegen Christian falsch gebuzzert. Niemand kann wieder sich 10 von 10 gewinnen. Klar haben wir das gemacht. Keiner hat protestiert, jetzt protestierst du. Hab ich. Ich hab das sogar gewonnen, die Folge. Ja. Ich hab die wirklich gewonnen. Ja, das hätte jetzt einfach Andi das aufgelöst. Nein, stimmt nicht. Ich glaube auch, dass wir das schon mal gemacht haben. Ihr habt nur die ganze Zeit euch selber zugehört. Ich glaube, ich erinnere mich daran zu können. Ich meine aber wirklich, dass Jay irgendwas gesagt hat, irgendwie. Hat er ja auch. Ja, irgendwann hat er irgendwas mal gesagt, ja, aber meistens ist er nicht so ich klar. Ich höre dich da gar nicht so weit hinten, Peter. Die nächste Folge. Da muss er jetzt nicht kommen. Jetzt musst du drücken. Fragen zu Monstern. Das haben wir schon. Klar hatten wir die schon. Klar hatten wir die schon. Klar hatten wir die schon zu Peter. Peter, falsch gemacht. Da war deine Mama noch mit dabei. Ja, echt mal. Also. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das. Naja, Peter. 50 Fragen zu Monstern? Ja, die war Special Guest. Es war ein Punkt für alle anderen, Peter. Ja, sorry, ich kann sie ja nichts mehr erinnern hier, ey, ich buzzer nicht mehr. Besser ist das. 50 Fragen zur Bibel. Hatten wir nicht. Ach, Klar, Moment. Gebibbelt wurden in so wir doch in einem, da wurden Religion, wir in einem anderen, ja. Das waren 2 gegen 2 Bram, wo wir gebibbelt haben. Oh ja, stimmt, mit den mit dem das mit war nicht 50 Fragen, hatten glaube ich. Wir auch schon mal mit Geboten und so Zeug. Mit den Geboten hatten wir auch schon. Mhm. 50 Fragen zur Bibel existiert. Peter, falsch gemacht hat ein Punkt. Als ob. Peter, drück doch noch weiter. Jetzt kann nicht wahr sein. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Da kann ich mich auch nicht dran. Ja, nee, das ist ja unfassbar. Safe. Das sind Erinnerungsgeschichten, Peter, solltest du nicht drücken. Nee, ich höre jetzt auf, wirklich. Ich schwöre. Ich höre jetzt auf. Der nächste wird wahrscheinlich jetzt. Ich gebe dir 2 Sekunden zu drücken, Peter. Und bitte lass sie alle. Ich gebe dir zwei Sekunden zu drücken. Egal, was der nächste ist. Alle haben. Egal. 50 Fragen zu Fußball. 1, 2, 3. Das gab es bestimmt noch nicht. Fußball haben wir doch wirklich noch nicht gemacht. Ich glaube, wir hatten wirklich nicht Fußball. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Fußball? Wer macht denn dann mit? Bram, genau, Peter? Keiner mitmachen kann. Hä? Ja, deswegen hatten wir es auch noch nie, Christian. Richtig gebuzzert. Ey, warum machen wir nicht mal Fußball? Ich hab beide gehoben gehabt extra. Damit wir mal unser gutes Fußballwissen da verteilen können. Ja, du, also ich glaube, an den Zuschauern und Zuschauern, die das vorbereiten würden, liegt es nicht. Es liegt dann eher an anderen. Die hier eventuell auch gerade relativ weit hinten sind. Also Christian und Jay Film mit 14, Sepp mit 13, Bram mit 12, Peter mit 11. Ja, guck mal, Sven guckt auch Fußball. Wir machen weiter, Achtung, der nächste Begriff kommt sofort. Weiß ich auch nicht. 50 Fragen zu Rätselfragen. Ah, was ist das denn? Ein Kreuzworträtsel, oder? 50 Fragen zu Elden Ring. Hatten wir schon. Das habe ich sogar moderiert. 5-mal schon. 50 Fragen zu Märchen. Ja. Kein Plan, Alter. Rück, Peter. Doch, Märchen hatten wir, Peter. 50 Fragen zur Feuerwehr. Ja, oh, ich. Das hätte ich. Aber war zu langsam. Ich wollte auch drücken. Ja, da hat Peter dann abgewartet. 50 Fragen zur Deswegen habe ich auch gedrückt, weil das Ding da schon komplett draußen ist. Naja, ist schon ein bisschen obvious. Yeah, wait, komplett draußen ist der Problem nicht. Komplett fast, komplett draußen. Opa, geht da hinten so ewig, braucht zum Drücken. Alter, da hinten vor allem, ey. Ja, Jay, ich freue mich, dir ausgerechnet hier Punkte zu geben, denn du hast richtig gebuzzert. Das freut mich, dass du sowas sagst. Damit ziehst du von Bram regelrecht weg. Feuerwehr hatten wir mal, aber ich glaube, die Folge war generell um so auch Polizei und sowas. Ne? Irgendwie, das war alles. Ja, das war mein Themengebiet innerhalb 50 von Fragen zu irgendwie sowas, das machen wir als nächstes. Ja. Da haben wir auch schon bestimmt. Da war die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr und das andere weiß man schon nicht mehr. Werksfeuerwehr. 50 Fragen zu Fußnägeln, bitte. 50 Fragen zu Holz aus Lettland oder Künefe wäre geil. 50 Fragen zu Merksätzen mit Andi. Das hatten wir schon. Das finde ich. Merksätze, also rein Merksätze mit Andi? Ja, mit Andi war das, weil Andi das erste Mal dabei war. Ich glaube, das ist einer seiner ersten Moderationen. Ist das nicht 753, rumschifft aus dem Ei und so? Ja, das ist ein Merksatz, das ist richtig. Ja, ich glaub, das hatten wir, deswegen Christian falsch gebuzzert. War ich nicht dabei. Das kann natürlich sein. Ja, ich auch nicht bei den ganzen, wo ich gebuzzert habe. Wir machen weiter. Die nächste Folge heißt 50 Fragen zu Gabelstaplern. Ach,
Mann! Alter, die 100%. Wir. Ist der komm, Alter, mit dem Gabelstapler. Ja. Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Marian war mit dabei. Also ich glaube, dass das schon mal eingereicht wurde, aber Jay, du hast hier richtig gefasst, das haben wir noch nicht gemacht. Christian würde uns, glaube ich, richtig stompen, ey. Glaube ich auch. Und das Gabelstapler? Warum das denn? Bist du, ja, du bist so ein Typ, dann verbinde ich damit Shops irgendwie. Ja. Was habe ich denn mit dem Gabelstapler zu tun? Ja, doch, du hast du nicht in so einem Vertrieb gearbeitet? Ich habe mal kurz einen Gabelstapler drin gesessen, das ist auch gewesen. Ja, guck mal, damit hast du schon dich qualifiziert. Ich habe einen Staplerschein. Echt? Vielleicht würde Sepp uns auch stompen. Ja, dann halt Sepp. Kran und ein Staplerschein. Ja, aber das ist ja kein Gabelstompler. Ja, das ist Gabelstapler, Peter. Ja, deswegen wird Sepp uns nicht stompen, sondern er wird uns stapeln. Alter. Boah, ist das eine krasse Folge, Alter. Ja. Der Gabelstompler ist ja super. Wir befinden uns vor der finalen Kategorie 5. Jay führt mit 17 Punkten vor Sepp und Christian mit 14 und dann mit 13, Peter mit 12. Der wird ja auch wieder vom Schiedsrichter begünstigt. Ich hätte eine Frage, Herr Andi. Herr Jauch. Ist denn das jetzt wirklich die letzte Kategorie und danach kommt wieder irgendwie noch sowas zusätzlich oder ist das wirklich das allerletzte jetzt? Das ist die letzte Punkte Kategorie gemacht? Jetzt. Okay. Ja, und zwar ich sage euch jetzt ein Wort, ihr müsst das aber nur hören. Ne? Also das steht da nicht. Doch das, okay. Mit genau dreimal S. Genau dreimal S. Also viermal nicht, zweimal nicht, einmal nicht, keinmal nicht. Genau dreimal ein S. Ja. Steht da jetzt auch? Aber wir sind bei Fischstäbchen lügt, ne? Genau. Scharfes S ist nicht, zählt nicht wie zwei S. So wie ich das hier sehe, ist da kein scharfes S dabei. Okay, danke. Zumindest laut aktueller Schreibweise. Aber wenn es dabei sein sollte, dann sehe es als 2S. Gut, also ein Wort mit genau 3-mal S. Wir beginnen. Mal ganz kurz, bevor du damit anfängst, warum heißt die Datei eigentlich Fischstäbchen? Das weiß ich nicht, ich habe die nicht so genannt. Vielleicht mal 3S rein sein soll. Ja, wirklich. Soll, ich habe gerade das Haus so Fischstäbchen. Das Fischesstäbchen. Ist eigentlich dadurch, dass Fischstäbchen gibt, eine wichtige Frage an alle. Wenn Fischstäbchen gibt, ist dadurch eigentlich nicht auch die Existenz eines noch größeren und epischen Fischstabes auch irgendwie allgegenwärtig? Stäbchen heißt ja nur, weil die so klein sind. Also ja, genau, aber müsste es da nicht auch einen Fischstab geben? Warum ja, den gibt's ja nicht. Andi, du musst noch in der Folge jetzt deinen Standardsatz bringen, den du zu Bram immer bringst. Den Iglo-Fischstab, den... Ja, stimmt. Ja, aber Peter ist letzter. Ja gut, aber trotzdem also, ist der Shit ja immens aber es groß. Stimmt. Also Bram hat als einziger bisher noch nichts erkannt. Ah. Selbst Peter hat schon drei richtig. Hallo, also. Und trotzdem ist er hinter mir, reicht doch. Einfach gar nicht buzzern, du bist trotzdem nicht letzt. Ja gut, ich habe auch reingeschissen, muss man sagen. Falsch. Wenn ich jetzt gar nicht gebuzzert hätte, hätte ich sogar noch einen Punkt mehr. Also in Relation zu euch hätte ich genauso viel wie Sepp und Chris. Ja, das stimmt. Also ihr könnt hier in der letzten Runde noch Punkte machen. Das ist traurig für die Punkte, muss ich dann leider sagen. Ich bin ein Wort mit genau dreimal S. Wir beginnen. Ja. Also Fischstab gewinnt nicht, ja? Okay. Schneeballschlacht. Schneeballschlacht, so nur zwei. Ja, stimmt. Ja, korrekt. Ein Punkt für Christian. Wir machen weiter mit dem nächsten Wort. Und das heißt Schraubenschlüssel. Gleiches Prinzip, das oder? Das sind 4S. Mhm. Richtig. Schrauben gebuzzert. Und Schlüssel hat 3S alleine schon. Ja, genau. Genau, richtig gebuzzert, Peter. Das ist ein Punkt für dich. Damit ziehst du mit Bram gleich. Beide 13. Wir machen weiter mit dem dritten Wort. Und das heißt Aussichtsturm. Nein, das hat 3S. Ich bin ein Idiot. Das hat 3S. Ich war gerade zu froh. Alter, das hat 3S. Geil, buzzern. Let's go. Ah, ne. Falsch rum. Viel Zeit gelassen fürs falsche Buzzern. Genau. Alle anderen einen Punkt. Ja, damit ist Bram wieder an mir vorbeigezogen. Ja. Peter, drück einfach jedes Mal. Vielleicht hast du Glück und es sind mehr richtige als falsche dabei. Hm. Wir machen weiter. Das nächste insane. Wort heißt Abschlusszeugnis. Geil, ich hab schon gedrückt und hab einfach gedrückt gehalten. Aber ein 4. Abschlusszeugnis hat 4S? Hat 4? Abschlusszeugnis hat 4S. Deswegen, das war gut. Deswegen korrekt gebuzzert von Sepp, ein Punkt. Fuck, ey, ich bin so schlecht. Geht das? Andi, ich teste das mal eben. Jo, das geht. Wenn du Linksklick machst und hältst gedrückt, dann buzzerst du nicht. Das geht, ja. Das hatte ich vorhin auch. Ich war noch am Zählen. So ist Sepp, Jay immer so schnell. Hä? Weil das nicht funktioniert, oder was? Ist noch los? Ja, du lässt so nur noch los. So was, ich einfach schneller bin als ihr. So einfach ist das. Du lässt nur noch los.
good point, Ram. Moment, was? Wenn du gedrückt hältst und nicht loslässt, dann klickt er nicht. Oh lol. Ja, werde ich rauspatchen. Das war mir auch nicht bewusst, dass das geht. Hast du gut geschauspielert, Jay. Oh, war mir gar nicht bewusst. Wir machen weiter mit dem fünften Wort. Ich bin am Wort mit genau dreimal S. Bundesverfassungsgericht. Hm. Ja, das sind auch vier. Doch, ja, das sind vier. Dammit. Wusste ich. Ja, korrekte Buzzer, Jay. Ja, und 4S. Ja, gut, dass ich da wieder mit meinem Ping-Vorteil euch einfach gestompt habe. Wir machen weiter. Wort Nummer 6 heißt Briefkastengesellschaft. Nee. 3. Passt. 3, oder? Achso, da ist Schaft. Nein. Mhm. Genau, hat genau 3S. Ein Punkt für alle anderen. Ich musste probieren, sonst komme ich ja an Jay. Jetzt muss doch jemand beeilen langsam, ne? Ja, ich hab Stress. Mhm. Also eigentlich hätte ich eigentlich nur drücken müssen. Meisterschaftsfeier. Nee. Alter, Bram, das hast du gedrückt, bevor der durch war. Ja. Meisterschaft. Scheiße. Feier. Meisterschaftsfeier. Genau, hat 3S. Danke, Bram. Und damit falsch gemacht. Da bin ich wieder dran. Erzähl doch nochmal einen lustigen Wink aus seinem Leben jetzt. Ja, jetzt musst du eigentlich jetzt gucken, jetzt ist wieder der Punkt. Du hast noch 8, 9 und 10. Jetzt musst du ein bisschen gammeln und dann im Zweifel einfach drücken. Ja, wir haben noch 3 Wörter. Wort Nummer 8 kommt jetzt. Schokocroissant. Alter. Nee. Das sind 3, oder? Demokratisierungsprozess. Ja, am Arsch, jetzt kommt aber ein richtiger. Also Prozess, das sind 4, Mann, der hat richtig gebuzzert. Ja, richtig gebuzzert, Sepp. Das ist so belastend. Der hat einfach auf Pattern rum, Mann. Das Wort war noch nicht mal zu Ende gesprochen. Die Frage beim letzten Drückstreffer oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ja. Oh, ich lasse euch das. Eigentlich egal. Ich lasse euch das. Entscheidet das jetzt, denn jetzt kommt das letzte Wort und zwar Fischstäbchen. Oh. Okay, ich wollte es mir anhören. Aber guck mal, Fisch. Fischstäbchen. Salat. Herstellungsprozess. Ach komm, deine Mutter. Viel zu viele. Korrekt gebuzzert, einen Punkt und damit hast du wieder vor Peter. Peter überholt und das war das letzte Wort und die letzte Kategorie. Es ändert aber nichts am Sieg von Jay. Du gewinnst mit 21 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, vor Sepp mit 19. Und der Buh, der gemacht. Nee, geh an dich. Christian 17, Brammen 16, Peter 17. 15. Ja, hab reingeschissen, leider. Ja, du bist letzter, trotz 4 korrekt erkannter falscher Begriffe. Bram hat nur einen korrekt erkannt. Ja, am Ende auf Glück. Ja, also ne, ein bisschen mit Buzzern hier. Das muss war kein man Glück, aufpassen. Das war predicted. Ja. Das war ein Leap of Faith, war das. So nämlich. Das war diese Ausgabe vom Was? Oh mein Gott. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Hey, wieso sind wir jetzt Peter lustig? Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schönes Hintergrund. Das seht ihr leider nicht. Dann ist das Kinderprogramm von Peter lustig gewesen. Oh mein Gott. Das ist Didi Alaphon, oder wie? Ja, ich war so fixig. Tschüss.